dass du mal wieder dabei bist. Heute spielen wir eine neue Runde Geogesser in Deutschland. Ich habe ultimativ Bock. Wenn du Bock auf mehr hast, schreib's mir jetzt unten in die Kommentare. Dann wird es da bestimmt auch nochmal einen neuen Teil von geben. Denn Geogesser gibt es ja, oder Google Maps gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland deutlich mehr verteilt. Wir starten deswegen damit, dass wir jetzt da reingehen, wie immer. Muss ich mal kurz hier gucken, dass ich das hier mal einstelle. So, Einzelspieler am Rundenzeit unendlich bewegen, umschauen, zoomen, kein Thema. Let's go. Okay, wir sind in der Offenburger Straße. Das sagt mir noch nicht so viel. Offenbach vielleicht, aber Offenburger Straße wird es wahrscheinlich wie Sand am Meer geben. Kann ich an irgendeinem Kennzeichen? Nee, überhaupt nicht. Ich hatte gehofft, ob ich vielleicht entweder erkenne, ob das ein Buchstabe oder zwei Buchstaben sind, aber die sind echt gut gepixelt. Warte mal. Nein, ich kann es nicht in der 4 sehen. Damit, ich hatte gehofft, wartet mal. Nee, hier von hier gar nicht. Ich hatte gehofft, in der Umweltplakette das vielleicht erkennen zu können. Okay. Hier sind auf einmal ganz andere Autos. Nee, kann ich leider nicht erkennen, was da drin steht. Dammit. Das sieht ganz gemütlich hier aus eigentlich. Ach, falsche Seite. Nee. Warte mal, du vielleicht. Du. Nee, Quatsch, nee, wäre auch verdammt. Aber wo bin ich denn hier? Das ist ja... Ja, es ist halt so eine Wohnsiedlung. Hier ist Ende. Im Gelände. Oh lol. Wie auch immer die da runtergekommen sind. Irgendwie finde ich das Haus schön. Ich würde jetzt nicht um... Ja, wobei. Ich wollte sagen, ich würde nicht drin wohnen wollen, aber nee, will ich nicht. Es sieht, je näher ich komme, unschöner aus. Alter, ich habe über... Ganz ehrlich, das könnte halt jede Stadt noch sein. Ich sag euch, so wie es ist, das könnte 1:1 bei uns hier in der Umgebung so sein. Also 1:1. Aber es kann halt auch 1:1 ewig und 3 Tage weit weg sein. Verdammt. Ich habe gerade kurz gestockt, weil das... Nee, oder? Nee, das sieht echt wie so Gebäude aus, die ich... sogar wirklich kenne, aber das hier käme mir zu wenig bekannt vor. Emmendinger Straße, okay, nee, haben wir hier nicht. Nevermind. Aber die Hochhäuser, die kamen so, ne? Die sahen mir so ein bisschen bekannt aus. Der Park würde halt auch voll passen. Also es ist nicht hier in der Umgebung. Das ist so, aber es hat halt voll die Ähnlichkeiten. Das ist so ein bisschen das Problem. Cooles Haus, sehr cooles Haus. Problem ist, ich könnte wahrscheinlich nicht mal einschätzen, ob das mehr Süden, Osten, Westen, Norden ist. Moin, moin. Ich komme ja aus dem Ostremscheid. Ne? Nur für die Leute. Ich komme also aus dem Westen. ja. Oh, warte mal hier. Hier geht es doch mehr Richtung. Da ist ein Netto, da ist Zivilisation. Da ist ein Bus. Das hilft mir noch nichts. Aber hier jetzt gleich Netto und alles. Komm, das wird doch. Hier wird doch jetzt mal langsam. Da ist eine Volksbank. Da ist eine Bushalte. Kann ich nicht da rein? Da würde ich gerne rein. Warte mal. Sommerdarplatz. Freiburger Allee. Ist es Freiburg? Muss ja nicht sein, weil Freiburger Allee heißt ja noch nichts. Stadtbibliothek. Ich kann das nicht lesen, was da drunter steht. Oh, warte mal. Kalt und warm.com, da kommen jetzt hin. Das ist Ukraine und alles. Und da jetzt nur ein nach vorne. Kenne ich überhaupt nicht. 07157. Hab gar keine Ahnung. Ich will mir halt auch nicht 50 Minuten Zeit geben, ehrlicherweise. Erich Kästner Grundschule.
Ja, Bruder, die gibt es wahrscheinlich auch fünfmal in Deutschland. Ich kenne Erich-Kästner-Gymnasium. Da BAföG. Neue was? Mobile, was soll das heißen? Okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall neue Mobilität, whatever. VVS. Das hier ist Böblingen. Ja gut, da kommt der Bus her, ne? Das heißt ja noch nichts. Eichholz. Sindelfingen. Okay. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich würde langsam einfach mal so Richtung Freiburg tippen. Wartet mal. Wir gehen einfach mal Richtung Freiburg jetzt. Was soll der Geiz, ne? Freiburg. Sehen wir hier irgendwie sowas wie Zindelfingen oder wie das da hieß? Wahrscheinlich nicht. Das könnte halt auch ein Stadtteil sein. Weißt du was, wir machen jetzt einfach mal hier. Da. Ja. Nein, oh, nee, doch nicht. Das sah viel weiter aus. Da ist es. 114 Kilometer eher bei Stuttgart. Alter, überhaupt nicht richtig. Okay. Okay, wir sind auf einer Bundesstraße. Da hinten ist ein Schild. Das will ich haben. Wir sind auf einer Bundesstraße. Höltinghausen. Das sagt mir erfolgreich überhaupt gar nichts. God damn it. Höltinghausen. Warte mal, da ist noch ein Schild. Was sagt das? Ach nee, es war dieses zweispurig. Ah, oh, die Frage ist, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Das könnte auch in die Box gehen. Oh, perfekt. Kloppenburg. Okay, Kloppenburg. Kloppenburg. Kloppenburg ist irgendwo im Norden. Aber wo? Ja. Da ist Kloppenburg. Da ist Kloppenburg. Und wir sind hier auf der B72 Richtung Kloppenburg. B72 Richtung Kloppenburg hier. Das heißt, wir kommen, weil hier ist B72 nicht mehr, hier endet die quasi. Das heißt, wir kommen von hier oben. So, und wir fahren Höltinghausen raus. Höltinghausen wollen wir raus. Kloppenburg ist auch das nächste, was kommt. Muss man dazu sagen. Und wir haben da auch eine Anschlussstelle an die A31. Wo haben wir denn die A31, Bruder? Da ist die 31. Nee, das ist die B72 hier. Nee. Okay, warte mal. Aber hier, nee, hier ist die A31. Aber hier ist ja die B72. Doch, da ist die B72 noch. Okay, das bedeutet, wir fahren hier ja Richtung Kloppenburg. Oldland, Höltinghausen. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier oben ist. Weil, kommt hier, ja, hier kommt, aber theoretisch kommt noch was, aber halt nichts Großes mehr, aber nun gut. Aber A31 würde sonst keinen Sinn machen. Das bedeutet, eigentlich müssen wir hier oben irgendwo sein. Theoretisch würde ich sogar sagen, so hier. Hier so. Haben die Ausfahrten? Nee, haben die nicht. Damn it. Hier glaube ich nicht mehr, das wäre zu weit, da würde Aurich drin stehen. Oh, warte mal. Aber da geht's nach Kloppenburg und dann geht's nach. Ups. Friese, Oitje da. Das bedeutet, wir sind auf der anderen Seite von Kloppenburg. Das heißt, wir kommen von unten. B72, aber wo ist denn die B2? Oh mein Gott, wir kommen auf die B72 dann. Das bedeutet, wir sind hier weiter unten. Wir können da auf die B72 kommen. Wir könnten auch hier sein, dass wir hier drauf sind und dann durch Kloppenburg halt fahren.
Ich irgendwo Oeltinghausen. Nee, ich muss jetzt halt mich entscheiden. Entweder nehme ich die eine Seite oder die andere Seite. Ich tippe auf hier. Es war doch die andere Seite. Aber 6,9 Kilometer. Gut, gut. Ist ein Joke. Aber gut, das ist gut für unsere Punkte. Wir sind im Berliner Olympiastadion. Herzlich willkommen. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Herzlich willkommen. Just a prank. Ihr werdet mal kurz fotografiert. Ding, ding, ding. Wir sind doch beim Stadion suchen. What the fuck? Wir sind hier. Zack. Korrekt. 16 Meter. Passt. Eher eine einfache Aufgabe. Wir sind doch schon wieder irgendwo in Bayern. Das ist schon wieder irgendwie so bayerisch. Bruder, wir sind hier am Arsch der Welt. Nesselbach, Oppersdorf. Ja, Brudi, da weiß ich doch in 30 Jahren nicht, wo wir sind. Macht das Sinn, hier runterzufahren? Nee. Aber es macht ja auch eigentlich keinen Sinn, da oben irgendwo her zu daddeln. Wir fahren einfach mal jetzt hier runter. Komm. Shit on it. Ich glaube langsam, das war die falsche Entscheidung. Aber wir machen mal. Weiter im Text, weiter im Text, weiter im Text, weiter im Text. Go, go, Power Rangers. Weiter, weiter. Oh nein. Langsam bin ich so weit, dass es fast schon Pflicht ist, durchzuziehen. Aber nee, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Nee, warte mal, wir gehen mal zurück zum Start. So, und dann gehen wir hier hoch. Lass mich raten, hier ist auch nichts. Hier ist ja jetzt mal, also jetzt mal Real Talk, hier ist ja wirklich ja nichts. Ja, nichts. Da ist eine Stadt hier jetzt, aber also ein kleines Dörfchen wahrscheinlich. Nein, das Schild will ich haben. Warte mal. Waltersdorf, Meidendorf. Das ist ja supi. Straubingenbogen. Gemeinde Windberg. Ich bin ganz ehrlich, ich bin gewillt, einfach wohin zu klicken. Ich kann das nicht ganz lesen. Also, mein Guess wäre wirklich hier ganz unten irgendwo. Keine Ahnung, so Bad Tölz oder sowas. Burghausen. Komm, hier, zack. Guess. 87 Kilometer ist gar nicht mal schlecht gewesen. Nice one. Autobahn. Autobahnauffahrt. Die kommt mir sogar bekannt vor. Sehen häufig gleich aus, ja. Okay, ja, kommt mir bekannt vor, weil Bremen. Ja, okay, das kenne ich natürlich dann, aber. Ach, wir sind auf der 281 jetzt. Okay, wartet. 281 ist nochmal da. Das ist diese kleine. Warte mal, boah, wie heißt denn die Auffahrt jetzt? Das wäre mal wichtig zu wissen. Hier ist die Abfahrt. Das müsste doch machbar sein, oder? Das ist die Bremen-Strom. Okay, Bremen-Strom. Das Schöne ist, die werden ja alle angezeigt. Hier beginnt die Autobahn. Go, go, Power Ranger. Warum habe ich das jetzt so im Kopf? Hier ist Bremen-Neustadt. Warte mal, aber wir hatten doch. Ach, Richtung Bremen-Neustadt geht es da vorne, genau. Hier ist gar nichts. Nice. Und hier hört die Bahn auf. Das heißt, wir sind hier. Das heißt, wir sind doch hier. Ach so. Okay, fair enough. 22,7 hatten wir schon mal besser. Hatten wir aber auch, glaube ich, schon schlechter. Ich glaube, es war ganz okay. Ich glaube, es war ganz okay. Wir müssen uns aber noch steigern. Und wenn ihr mehr davon wollt, gerne in die Kommentare, denn dann wird es auch mehr von geben.
Upsala. Moin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es mal wieder ein bisschen gefallen. Wenn ja, in die Kommentare damit. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut. Ciao.